Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play von The Count Lucanor. Oder wie es hier in der deutschen Übersetzung heißt, der Graf Lucanor. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Ich habe selber bisher, glaube ich, nur so vielleicht 15 Minuten gespielt. Bin also noch nicht allzu weit gekommen. Was mich aber auf jeden Fall schon total begeistert, ist der Grafikstil und auch an sich der Humor in dem Spiel. Und ja, ihr werdet es, glaube ich, schon sehen. Es ist einfach grandios gemacht. Die Firma selber hat mittlerweile, glaube ich, auch schon ein neues Projekt gestartet. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen oder was war das? Ich glaube, Yuppie Psycho, wenn ich mich nicht täusche. Und ist auch im selben Stil gehalten, spielt aber dann doch, glaube ich, eher in der Gegenwart. Jedenfalls, ja, es scheint auf jeden Fall ein extrem lustiges Spiel zu sein. Und wir schauen einfach mal, was uns hier erwartet. Hey Games. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein armer Junge namens Hans. Hans war bekümmert, denn er wollte ein Erwachsener sein. Er wollte weit entfernte Orte erforschen, Schätze finden und herrliche Schlösser besuchen. Jedoch, da sein Vater in den Krieg gezogen war, musste Hans zu Hause bleiben und seiner Mutter helfen. Aber heute war Hans sehr glücklich. Es war sein 10. Geburtstag. Mama, ich bin zurück. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Natürlich weiß ich das. Heute wirst du 10 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Juhu, hast du mir denn irgendwelche Geschenke gekauft? Vielleicht ein Spielzeug? Hans, mein Schatz, du weißt doch, dass wir fast kein Geld haben, seit dein Vater in den Krieg zog. Aber Mama, es ist mein Geburtstag. Haben wir irgendwelche Süßigkeiten zu essen? Es tut mir leid, aber es gibt nichts Besonderes. Komm schon, hilf mir, den Tisch zu decken. Oh. Also genug ist genug. Alle Kinder im Dorf haben Geschenke und Süßigkeiten zu ihrem Geburtstag. Sie geben sogar Feste. Hans. Ich habe die Nase voll von diesem Haus. Ich habe die Nase voll. Kein Spielzeug zu haben. Ich habe die Nase voll davon, so arm zu sein wie eine Kirchenmaus. Jetzt verstehe ich, warum Papa nicht wiederkommt. Ein schön freches Balk. Wohin willst du? Ich gehe. Ich bin gerade 10 geworden. Ich bin jetzt ein erwachsener Mann. Hans, bitte. Ich mache mich auf die Suche nach Reichtum und komme niemals wieder. Ich werde ein Forscher sein oder noch besser, ich werde ein Prinz in einem Schloss. Auf Wiedersehen. Hans, warte. Gehst du wirklich? Du bist doch noch so jung. Du denkst vielleicht, dass du erwachsen bist, aber du bist erst 10. Außerdem ist das Leben da draußen wirklich schwer und der Wald kann sehr gefährlich für dich sein. Das ist mir egal. Ich bin total stark und war schon ganz oft allein im Wald. Wenn du wirklich gehst, lass mich dir wenigstens helfen, so gut ich kann. Ich habe ein paar Dinge für dich. Ich brauche deine Hilfe nicht. Dieser Gehstock gehörte meinem Vater, deinem Großvater, und hat einen großen sentimentalen Wert für mich. Ich bin sicher, er wird dir auf deiner Reise helfen. Du hast einen Gehstock erhalten. Das ist alles Geld, was wir noch haben. Nimm es und gib es leise, weise aus. Du hast 3 Goldmünzen erhalten. Und schließlich ist dies hier alles, was wir noch zu essen haben. Iss es langsam, dann hält es länger. Du hast ein Stück Käse erhalten.
Und das ist alles. Mehr kann ich dir nicht geben, Hans. Bitte verlasse die Straße nicht. Sei ein guter Junge und vergiss nicht, dass ich hier auf dich warte, wenn du zurückkommen willst. Um mit Ding zu interagieren, muss ich neben ihn stehen und E drücken. Tja, dann interagieren wir mal. Hallo, wer bist du denn? Sapa, ich kann nicht mehr mit dir spielen. Ich gehe auf Abenteuerreise, genau wie Papa. Es kann sein, dass ich für lange Zeit nicht wiederkomme. Oh, aber wo ist denn dein Knochen? Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Guck mal da oben, da liegt ein Pixelhaufen. Das ist bestimmt dein Knochen. Das ist Sabas Knochen. Du hast einen Knochen erhalten. Dum di dum di dum di dum di dum. Sieht aus, als ob er seinen Knochen will. Um ihm den Knochen zu geben, sollte ich mein Inventar mit E öffnen und ihn ausrüsten. Ich kann außerdem mit T und Y schnell zwischen den wichtigsten Gegenständen wechseln. Okay, dann rüsten wir mal den Knochen aus. Tastaturschwierigkeiten. Bitte schön, Sapa. Hier hast du deinen Knochen. Du hast Sapa den Knochen gegeben. Ich muss jetzt gehen. Pass auf Mama auf und laufe nicht weg. Ja, nun müssen wir gehen. Wir können uns ja noch ein bisschen umschauen hier. Was gibt's hier noch zu entdecken? Hier ist offenbar nichts mehr. Dann gucken wir mal hier. Eine Schaukel. Oh, wir können ja mal wieder schaukeln. Hui, hui. Aber was tue ich denn da? Jetzt, wo ich groß bin, kann ich nicht mehr mit der Schaukel spielen. Naja, als Erwachsener schaukelt man ja auch schon mal heimlich nachts auf Spielplätzen, oder? Wir können ja mal gucken, ob in dem Brunnen noch Wasser ist. Ich bin froh, dass ich kein Wasser mehr aus diesem verdammten Brunnen holen muss. Ja gut, das ist natürlich auch eine Meinung. Was haben wir hier? Ein Kreuz am Baum. Ich glaube, ich nehme mit, was ich in dem hohlen Baum versteckt habe. Du hast 3 Maronen erhalten. Na mal schauen. Dum di dum di dum di dum di dum dum dum. Oh, Kaninchen, Kaninchen, Kaninchen. Wälder des Gehängten. Oh, das ist ja ein toller Name. Oh, was ist denn das für eine alte Frau da? Hallo, alte Frau. Hallo, Jungchen. Was machst du denn hier so ganz alleine? Der Wald kann für ein Kind sehr gefährlich sein. Ich bin ein erwachsener Mann, gute Frau. Ich bin 10. Also gut, ich sehe, du bist wahrhaftig ein Mann. Vielleicht kannst du mir dann helfen. Was stimmt denn nicht? Ich war auf dem Weg zum Markt im Dorf, um dieses Schwein zu verkaufen und etwas Geld zu verdienen. Aber mein Gehstock hat sich in einen Stein verfangen und ist kaputt gegangen. Ich brauche ihn aber zum Gehen. Also weiß ich nicht, was ich tun soll, wenn die Nacht hereinbricht. Du hast nicht zufällig etwas, das mir helfen kann, weiterzugehen? Ich könnte ihr den Gehstock geben, den ich von Mama bekommen habe, aber sie hat mir gesagt, dass er Großvater gehörte. Um ihr den Gehstock zu geben, sollte ich ihn aus meinem Rucksack nehmen und ihr zeigen. Gut, sind wir mal nett. Bitte schön, gute Frau. Benutzen Sie bitte diesen Gehstock hier. Du hast der alten Frau den Gehstock gegeben. Oh, herzlichen Dank, mein Kleiner. Deine Mutter sollte stolz auf so einen guten Sohn sein. Komm schon, du verdammter Faulpelz. Beweg deinen Hintern.
Auf Wiedersehen, mein Sohn. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen, damit ich deinen Gefallen erwidern kann. Ja, mach's mal gut, du böse alte Frau. Also ich muss gucken, irgendwie verfehle ich immer die Tastaturtasten hier. Huiri. Komisch, alle haben Angst vor mir. Ein Rabe. Raben mag ich überhaupt nicht. Mama sagt, sie bringen Unglück. Na gut, man muss ja auch nicht alles mögen. Dum di dum di dum dum do dum di dum di dum di dum 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 dum. Oh, ein Esel. Oh, der sieht aber nicht gut aus. Hallo, Herr Esel, wo kommst du denn her? Du siehst hungrig aus. Ich glaube, da oben lagen ein paar Äpfel. Dumbi-dumbi-dum. Oh, ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Oh, das hat schon wieder Angst vor mir. Wieso eigentlich? Diese Äpfel sehen köstlich aus. Wenn ich sie mitnehme, kann ich später neue Kraft schöpfen. Oder wir verfüttern sie an Esel. Können wir hier dran rütteln? Nee. Lumbi, dumbi, 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 dumbi. Tup, 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 tup. Na gut. So, Herr Esel, jetzt bringen wir dir was Schönes. So, Apfel ausrüsten. Bitteschön. Herr Esel, ich habe hier einen Apfel, den kannst du essen. Du hast dem Esel einen Apfel gegeben. Oh, ich habe einen neuen Freund. So, mal schauen, was hier auf dem Schild steht. Die verfluchte Schlucht. Oh ja, das ist auch ein sehr schöner Name. Hallo, Herr Rabe, wo wollen Sie denn hin? Oh, was ist denn hier passiert? Oh, was soll nur aus mir werden? Hallo, ist dir etwas passiert? Hilfe, bitte. Ich habe alles verloren. Alle Waren, die ich für meinen Herrn transportiert habe. Selbst mein Esel ist verschwunden. Was wird nur aus mir werden? Ich habe den Esel die Straße hinuntergesehen. Er hat bestimmt nur Angst. Mein Herr wird mich trotzdem bestrafen. 100 Hiebe werde ich bekommen, weil ich die Waren nicht gebracht habe. Vielleicht kannst du sie an den Esel binden und deine Reise fortsetzen. Du bist doch nicht verletzt, oder? Du bist ein schlaues Kind, aber das wird nicht viel helfen. Wenn ich meinem Herrn nicht etwas Geld bringe, um den Wagen zu ersetzen, wird er mich hart bestrafen. Du bist nur ein Kind und wirst nicht ein paar Münzen übrig haben, oder? Ich könnte ihm mein Geld geben, aber Mama hat gesagt, ich soll es nicht vergeuden. Na gut, sind wir mal spendabel. Wer weiß, wozu das noch gut ist. Ich könnte dir eine Münze geben. Ich nehme 2, danke. Er hat 2 Goldmünzen gestohlen. Ey, nein! Ich wollte dir eine Münze geben. Gib mir die andere wieder. Ganz ruhig, Kleiner. Spiel hier nicht den Geizhals, ja? Ich werde es dir schon ein anderes Mal zurückzahlen, Kumpel. Ich glaube, ich stecke die lieber wieder weg, damit ich die nicht noch aus Versehen jemand anderes in den Rachen werfe. Dieb, du! Puh, das war schwer. Hallo, Ziege. Oh, du bist eingesperrt. Na, warte mal, da helfen wir. So, haha. Dum di dum, du dum di dum. Dum dum, dumbi dumbi dum. Oh, ein Zettel. Mal sehen, was da steht. Alle Burschen über 15 sollen sich sogleich bei der nächsten Gendarmerie melden. Ha, wie gut, dass ich noch nicht 15 bin. Obwohl, da könnte ich in ferne Länder reisen und viele Dinge sehen. Wer bist du? Oi, Kerlchen, was machst denn hier oben auf dem Berg? Ich bin auf Schatzsuche. Liebe Güte, das ist eine famose Idee, sag mir. Wenn du
was Interessantes gefunden hast. Kümmerst du dich um diese Ziegen? Meine Ziegen kümmern sich um sich selbst. Ich verbringe den Tag mit Rauchen und Flöte spielen. Aber sag mal, machen sich deine Eltern keine Sorgen um dich? Ich glaube nicht. Außerdem ist mein Papa in den Krieg gezogen. Oh, das ist übel. Warum? Naja, man wird schon gezwungen, den Krieg zu ziehen. Ich kenne jedenfalls keinen, der freiwillig gehen würde. Kann also kein so toller Ort sein. Oh. Deine Mama? Sucht sie nicht nach dir? Das ist mir egal. Ich bin böse mit ihr. Aber zumindest hat sie mir etwas zu essen für die Reise mitgegeben. Autsch! Bist du in Ordnung? Du hast Essen erwähnt und da hat mein Bauch wehgetan. War schon den ganzen Tag hier mit meinen Ziegen und hab vergessen, was zu essen mitzunehmen. Tabak und Wein hab ich. Aber sowas Wichtiges hab ich vergessen. Ja, ich sehe schon, ich werde hier wahrscheinlich alles loswerden, bevor ich überhaupt irgendwo hinkomme. Ich habe diesen Käse. Den kannst du haben. Bist du sicher? Dein Käse schaut schon sehr lecker aus und die Bienen verhungern. Warte, was meinst du? Wenn wir teilen? Wir könnten eine schöne Brotzeit haben mit deinem Käse und meinem Wein. Gerne. Du hast dem Ziegenhirten etwas Käse gegeben. Der ist aber lecker, der Käse. Ich bin ja erst 10, aber ein bisschen Wein kann ich trotzdem schon vertragen. Greif zu, Hans. Trink noch mehr Wein, Mann. Ja, ich glaube, ich kann nicht. Du armer Junge. Musst dich wohl nach Hause bringen. Aber vorher noch ein letzter Schluck. Wahre Seele. Hä? Hey? Oh mein Kopf, ich muss eingeschlafen sein. Es ist stockdunkel und ich friere. Ich sollte nach Hause gehen. Ich muss nur den Weg zurückfolgen. Aber es ist so dunkel, ich sollte diese Kerze mitnehmen. Und was war das eigentlich für ein komischer Traum? Was ist hier eigentlich los? Wie lange habe ich geschlafen? Also irgendwie macht die ganze Sache jetzt doch schon nicht mehr so viel Spaß, wie ich am Anfang dachte. Und was ist denn hier los? Ein Fluss? Der ist ja so rot. Und was macht hier innen hier? Hallo. Was steht hier? Dies ist das Blut all jener, die im Krieg gefallen sind. Oh. Oh Gott, ich muss, glaube ich, träumen. Oh Gott, was ist denn hier los? Was passiert hier? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Oh je, das muss ein Albtraum sein. Na Kumpel, bist du in Ordnung? Bist ganz blass. Eine Ziege kannst du nie trauen, nicht wahr? Mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Das ist verdammt gruselig. Ich will nach Hause, jetzt. Wo war hier der Weg? Ich glaube hier unten. Schnell. Oh, bist du? Hä? Da ist mir gerade die Kerze aus der Hand gefallen. Oh, ich glaube, da kommen welche. Ah, oh, der will mich beißen. Aua. Was für ein Albtraum. Du schon wieder. Was willst du von mir?
Ah, da ist ja noch mal so einer. Ich nehme mal noch ein paar Äpfel lieber mit. Wer weiß, wozu die noch gut sind. Schnell weg. Aua, aua, Hilfe. Aber Vitamine sind wichtig. Hallo, Rie. Oh, das hat ja so gute Augen. Was ist hier los? Wann wache ich auf? Du schon wieder. Was willst du von mir? Rede mit mir, Mann. Oh, hier ist etwas umgestürzt. Das ist eine zerbrochene Statue. Dieser Ort sieht aus wie ein alter, verlassener Garten. Wo bin ich denn hier hingeraten? Was ist das denn da? Eine Truhe? Eine Kerze. Da ist eine Notiz. Diese Mauer muss Teil von Schloss Tenebre sein. Aber wie komme ich über diese unüberwindbare Barriere? Gezeichnet JF. Das ist ein Schloss hier. Aber ich glaube, ich gehe mal lieber schnell rein. Wir gucken mal, wo der Eingang ist. Das ist ein Kanalgitter, aber ich bin nicht stark genug, um es zu entfernen. Nein, also das ist schon mal nicht der Eingang. Ich glaube, wenn ich hier draußen bleibe, dann kriegen mich diese komischen Ziegenmenschen. Ah ja, hier geht's rein. Hallo, du. Guten Abend, edler Herr. Ich begrüße euch. Hallo. Wo bin ich? Ihr seid innerhalb der Mauern des Schlosses Tenebre. Der Feste des illustren Grafen Lucano. Ich wusste gar nicht, dass hier in der Gegend ein Graf lebt. Mein Gebieter hat sich immer mit Zurückhaltung hervorgetan. Seid ihr vielleicht gekommen, um das Erbe meines Gebieters anzutreten? Erbe? Mein Gebieter, der Graf Lucano, ist ein Mann von großem Reichtum. Seine Besitztümer und sein Einfluss umspannen hunderte von Meilen. Jedoch sind zu seinem großen Bedauern die Tage seiner Jugend lange vorbei und in all diesen Jahren war ihm kein Sohn vergönnt, der seinen Platz einnehmen könnte. Daher hat er mich beauftragt, einen jungen Adligen zu suchen, der es verdient, solch ein Vermögen zu erben. Du meinst, der Graf hat eine Menge Geld und sucht jemanden, den er es geben kann? Genau, daher war mein erster Gedanke, dass ihr aus diesem Grund hergekommen seid. Ja, richtig. Ich bin ein vornehmer Edelmann aus einem weit entfernten Königreich und ich bin gekommen, um den Reichtum des Grafen anzunehmen. Bringt mich sofort zu ihm. Bitte. Ich bewundere eure Begeisterung, Herr. Aber bevor ich euch zu meinem Gebieter bringe, muss ich sicherstellen, dass ihr die entsprechenden Werte für diese Position vertretet. Wir wollen doch keine niederträchtigen Ritter, Diebe, Vagabunden oder sogar zerlumpte Kinder auf den Thron, meint ihr nicht? Daher werde ich ihr eine einfache Prüfung bestehen müssen. Ihr müsst nur meinen Namen erraten. Was meinst du? Ihr habt die ganze Nacht Zeit, um meinen Namen zu erraten. Wenn es euch gelingt, werde ich euch persönlich zu meinem Gebieter, dem illustren Grafen Lucano, bringen. Ich wünsche euch für diese Prüfung viel Glück, Herr. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, werde ich mich zurückziehen. Was für ein Glück. Wenn ich seinen Namen errate, werde ich reich. Naja, mein Junge, da müssen wir nochmal gucken. So einfach kann das nicht sein. Also hier geht's rein. Oh, wo bin ich denn hier? Okay, also ich glaube, ich werde hier erstmal kurz eine Pause machen. Und wenn ich mir dann überlegt habe, wie ich weiter vorgehe, dann bin ich wieder da. Also Leute, macht's gut und bis dahin, euer Hahn.